Na, da ist immer wieder ein Wetterchen. Aber die Ziegen scheint es nicht zu stören. Ne, Ziegi? Ziegi, sag doch mal was. Ziege. Also gut, trefft Ceres in Udalriks altem Haus. Ich weiß ja noch nicht, was für ein Plan da geplant ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich will mich ja nur mal kurz im Dorf umgucken. Ich habe mich hier noch nicht wirklich umgeguckt, oder? Wollen wir mit dem Barmann reden? Die haben meistens was Interessantes zu berichten. Heda, Tavernenwirt. Hey, Fremder. Etwas Abwechslung gefällig? Ein Getränk? Getränke mag ich zufälligerweise. Welche Art von Abwechslung meinst du? Wie? Na, Bier, Met und Schnäpse? Was erwartest du in einer Taverne? Seilspringen? Ich Warum weiß nicht, nicht, wo du herkommst, aber es muss weit weg sein. Ja, Brockwar. Der Brockwar-Clan. Kannst du mir was darüber erzählen? Wir Brockwars sind die Meister der See. Geboren, um im Wasser zu sein. Klingt feucht. Ich dachte, jeder in Skellige wäre auf dem Wasser. Das glauben die anderen auch, aber tatsächlich hocken sie nur in Pelze gehüllt auf den Langschiffen. Manchmal kriegen sie ein bisschen Gischt ab. Mehr Kontakt mit der See haben sie nicht. Unsere Jungs, die tauchen in die Tiefe, sobald sie laufen können. Klingt gut. Baut bestimmt Lungenvolumen auf, oder? Zeig mal, was du auf Lager hast. Ja, was hast du denn da Schönes? Redanischen Kräuterstabs Kirschlikör, den brauchen wir doch immer zum Brauen, oder? Thymischer Roggenschnaps, ich weiß nicht. Irgendwas brauchen wir auf jeden Fall immer zum Brauen. Ne, Zwergenschnaps, nicht. Die Karten nehme ich auch, warum nicht? Irgendwas zum, für die Alchemie, dann brauchen wir doch immer irgendwelche Schnäpse. Ich hoffe, es waren jetzt die richtigen. Erstmal kriegt ihr noch ein paar Felle angedreht. Guck mal hier, Felle. Extra für dich. Und nur für dich. So. Oh, und Muscheln. Du musst unbedingt mehr Muscheln in dein Bier tun. Das mögen die Leute bestimmt. Eigentlich muss ich gleich mal gucken, ob ich wieder ein bisschen alchemisieren kann. Wieder was zusammenbrauen kann. Irgendwas Hilfreiches nach Möglichkeit. So, Waffen kauft er ja nicht. Warum habe ich eigentlich 17 Fackeln? Warum habe ich nicht... Ich verkaufe mal 16. Eine reicht doch. Zur Not. Zur Not reicht immer eine. Ja, hier... Boah, Ziegenmilch. Weiß ich nicht. Apfelsaft. So ein Apfelsaft könnte ich jetzt auch gut haben. Ich habe aber jede Menge Zeug. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Ja, alles 10 Sekunden Wirkungsdauer. Ich dachte, ich verkaufe einfach das, was ganz wenig Wirkungsdauer hat. Wie zum Beispiel Brot mit 5 Sekunden. Das kann weg. Pfeffer auch. Oliven, sowieso Oliven sind widerlich. Bäh. Böse Oliven. Bäh. Ich hasse Oliven. Nee, ich hasse sie nicht. Ich mag sie halt einfach nicht. Widerlich. Rohes Fleisch ist auch nicht. Auch nur 5 Sekunden Wirkungsdauer. Das braucht auch kein Schwein. Oh, so ein süßes Brötchen, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Sieht aus wie so eine Zimtschnecke, oder? Oh, Zimtschnecke. Zimtschnecken sind sowieso das Geilste. So, glaub damit, ja, habe ich ihn erst ein bisschen beglückt. Bitteschön, der Herr. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. So, kann ich was alchemisieren? Erzähl doch mal. Sag doch mal. Ja, ich kann einen alten Waldschrat-Absud beispielsweise herstellen. Ein Echidna-Absud. Ein Kidneybohnen-Absud. Gabelschwanz-Absud auch. Ah, Mutagenike. Oh, 25 habe ich davon. Da kann ich ein bisschen zusammen basteln. Ich habe lange nicht mehr alchemisiert. Daran wird es wahrscheinlich liegen, dass sich so viel angesammelt hat. Können wir noch ein paar große blaue zusammenklatschen, so wie sich das gehört. Riesige blaue wären natürlich jetzt noch besser. So, grün haben wir das gleiche. Huch, nein, du sollst... Was machst du denn? Du sollst schon noch mehr grüne zusammenbasteln. Das war schon so geplant. Da war er irgendwie im Dings verrutscht gerade. Weiß nicht, wie er das gemacht hat. So. Das muss ab und zu muss man mal alles zusammenbrauen, was man hier im Inventar hat. Das ist, glaube ich, notwendig. Ah, natürlich, rote Mutagene. Hätte ich beinahe vergessen. Es gibt ja dreierlei. Da kommt doch auch ein großes zusammen. Yeah.
Yeah. So. Ah, überlegener Mondstaub. Überlegener tanzender Stern. Ach, das geht jetzt nicht. Da brauche ich Nigredo für. Verbesserter goldener Pirol. Überlegene Schwalbe wäre natürlich was. Vitriol, weiße Möwe. Verbessertes weiße Möwe muss ich, glaube ich, ein bisschen herstellen. So. So. Wo haben wir denn weiße Möwe? Weiße Möwe. Zutaten fehlen. Alraunenlikör brauche ich. Aber siehst du? Ach so, redanischen Kräuterschnaps und Kirschlikör. Die habe ich eingekauft. Die brauchte ich auch. Alraunenlikör brauche ich natürlich. Nur, wo finde ich den? Da müssen die Aale erstmal was raunen. Das muss ich zufällig mitbekommen und dann kann ich das kaufen. Alles zu seiner Zeit. Ich werde schon Alraunenlikör auftreiben, ganz sicher. Guten Tag. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Ja, wie wär's mit Geralt? Das ist doch ein schmuckes Kerlchen. Da liegt einer zu pennen. Soll ich nochmal den Schmied aufsuchen? Waffelschmied. Schmiede er mir eine Waffel. Nicht, hä? Du sollst mir was... Der will gar nicht. Der will überhaupt nicht. Puh. Dann eben nicht. Hier gibt's auch nichts zu klauen. Nee, so richtig viel ist ja auch nicht mehr. Pass auf, jetzt gehe ich... Jetzt bin ich doch echt gespannt, wie es weitergeht. Deshalb laufe ich hoch zu Ceres. Zu Udariks altem Haus. Und bin sehr gespannt, ob sie denn einen Plan hat, wie wir diesen Him irgendwie eine Falle stellen wollen. Denn ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Aber vielleicht hat Geralt auch einen auf der Pfanne, das weiß ich nicht. Geralt ist ja auch kein Blödmann. So, machen wir noch einen Quick Save? Ja, ich glaube schon. Boah, unangenehmes Wetter. Hier liegt schon Schnee, dann riechen das da noch raus. Bestimmt super rutschig. Ich suche das Haus und finde einen Weg, den Him zu vertreiben. Him, Him, Him. Wie machen wir das denn nur? Ich suche das Haus. Und dann tropft das hier noch überall schön rein. Na super. Auf dem Keller, was ist hier? Der Kamin, der Ofen. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. So, können die hier keine Öfen bauen? Das ist ja... Huch. Eine Cutscene. Was? Ciri. Die liegt doch jetzt nicht echt da. Nein, das ist unmöglich. Was sag Verdammt. Ich? Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Du solltest auch Angst haben. Das ist der Him. Der will natürlich nicht, dass wir ihn austreiben. Was ist hier? Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Den Hals brechen, sagst du. Das ist eine halsbrecherische Idee. Oh, ein Bildchen? Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. 7 Jahre Unglück. Bist du etwa so abergläubisch, Ceres? Und wie stehst du da rum? Da? Oh, ist das eine Kinderkrippe? Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Oder deiner Mutter. Tja, kann ja auch sein. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee! Tatsache, ich komme gleich, Moment. Hat der Him da gerade ein Geräusch gemacht? Wo bist du hin? Mit deiner Idee. Geralt! Ja, ja. Du hast also eine Idee. Lass hören. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Weißt du was? Ja, ich vertraue dir. Wenn du eine Idee hast, dann probieren wir es aus. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das hoffe ich natürlich auch. Hoffe ich auch. Sie auch? Dann sind wir schon drei am Hafen. Anfangen? Ja, ich muss nichts mehr vorbereiten. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Ein Feuer?
Willst du dich wärmen oder was kochen oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wenn wir einige Stunden sie warten, zum alten doch... Haus. Oh, wer kommt da? Feuer zu machen, meine ich. Schnappt sie! Was? Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. Was? Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Was? Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Was? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber um Gottes Willen. Oh, toll. Jetzt werde ich ja noch angegriffen. Gut, ich habe auch ein Baby in den Ofen geschmissen. Holy fuck. Hilfe. Was zur Hölle? Was habe ich getan? Oh toll, jetzt bringe ich auch noch die Krieger hier um. Um Himmels Willen. Der Him. Und der sucht jemand, der Schuldgefühle hat. Mich. Von dir loszuwerden. Oh. Oh Mann. Ein Glück. Ein Glück. Ein Glück, wer mir vertraut. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Was haben wir eigentlich gerade in den Ofen gebracht? Du wurdest getäuscht und musst gehen. Oh yeah. Oh yeah. Verpiss dich, Baby. Tschüss. Tschüss. Ah. Das wäre geschafft. Oh Mann. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei, hörst du? Frei! Frei! Ja. Der Himmel ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Das klingt nach einer guten Idee. Wollen wir eigentlich noch ein Wort reden über die drei Wachen, die ich ermordet habe gerade? Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, vielleicht bist du in einem Strudel. Es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Vielleicht. Was mache ich denn jetzt? Masturbieren? Kekse essen? Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Dein Auge. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Oder Monaten oder Jahren. Glaub ich. Leb wohl. Möchtest du deine Dankbarkeit vielleicht mit Gold oder Erfahrungspunkten zeigen? Das fände ich cool. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikaro? Nicht lange. Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Stehst du auf Yennefer oder was? Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Na, obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, eine Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst.
Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Leb wohl, Servus. Ja, schubs mich ruhig. Schubs mich doch die Treppe runter. Genau. Alter. Kristallisierte Essenz haben wir halt. Ist ja noch irgendwie... Jetzt brennt natürlich ein Licht da. Neue Quest, die List des Königs. Ach so, geh zu Krach an Kreid, um deine Belohnung zu erhalten. Natürlich. Ich habe seinen Kindern geholfen. Er hatte mich ja drum gebeten. Und da habe ich mir aber auch eine kleine Belohnung für verdient. Das würde ich auch sagen. Aber erstmal gucken wir, ob hier noch... War hier noch was auf der... Ah, guck mal, da ist nämlich noch ein Fragezeichen, das ich noch abgrasen möchte, wo ich ja schon auf der Insel bin. Und guck mal, da oben. Der Weg geht hinterm Haus entlang. Man sieht es. Hinterm Haus, Weg. Aber da... Also ein Ausgang war da nicht. Wie kommen wir denn da hinters Haus? Oha, da geht's tief hinunter. Wie komme ich denn jetzt auf den Weg da hinterm Haus, den ich benutzen muss? Warte, war da nicht irgendwo ein Loch in der Wand? Hier war doch... Ach, da ist jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Und hier? Da war doch... Na toll. Da war sehr wohl ein Loch in der Wand. Aber jetzt ist die Tür abgeschlossen. Wieso das denn? Was soll denn das? Da war doch gerade eben noch auf. Warum brauche ich jetzt einen Schlüssel? Mann. Wie komme ich denn da... Stell mal dumme Fragen. Wie kann ich eigentlich auf das Haus raufklettern? Geralt, wenn du aus dem Stand schon so hoch springen kannst, warum kannst du da dann nicht rauf? Geralt? Ach, Geralt, verarschen kann ich mich alleine. Kletter da nochmal rauf. Ach, der ärgert mich doch jetzt nur zum Spaß. Ich sehe da hinten dieses Türmchen und da geht ein Weg lang, offenkundig. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich muss ja irgendwie diesen Weg da hinauf. Oder gibt's da, komme ich da von hier unten hin oder ist nur kein Weg eingezeichnet? Das kann natürlich auch sein. Oder ich muss tatsächlich übers Haus, aber da kommt ich nicht auf das Haus rauf. Gary, altes Haus. Guck mal, da hinten. Da geht's rauf, eindeutig. Aber wie komme ich da hin? Warum ist denn drin die Tür, die eine Tür abgeschlossen, die ich benötige, um dorthin zu gelangen? Ist doch nicht. Das ist doch nicht logisch. Tür, warum abgeschlossen? Das verstehe ich nicht. Kommen wir durch den Keller weiter. Das nächste Mal nehmen wir auch die Leiter, ich verspreche es. Falsches Symbol. Ich wollte das hier und die Kerze anmachen. Ach so, da geht die Kerze nicht an. Jetzt aber. Hier unten ist aber sonst auch nichts. Hier geht auch kein Weg hinaus oder so. Den Schlüssel sehe ich ja auch nicht. Ja, super. Hallo. Das ist ja Dovibert. Ich will doch da zu dem Fragezeichen hin. Fragezeichen sind doch alles, was mich im Leben interessiert. Fehlt zu dem Fragezeichen. Pass auf, ich versuche irgendwo... Das ist wahrscheinlich eine blöde Idee, aber können wir hier irgendwo runter? Da gehen wir doch schlittern. Aber da kommen wir da hinten den Berg wieder rauf irgendwo? Hui! 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 Ah, da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist hier. Ach so, da ist nichts. Wir können hier ganz elegant hinunterschlittern überall. Kommen aber hier nicht mehr hoch. Willst du dem Fragezeichen? Das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Das kann ja wohl nun wirklich nicht mein Ernst sein. Nee, da ist Ende.
Ja, schlöder ruhig den gesamten Weg wieder runter, anstatt zwischendurch mal stehen zu bleiben. Ich will da rauf. Da ist irgendwas auf dem Berg. Irgendwas super tolles, wertvolles. Oder auch nicht. Aber ich will da hin. Jetzt laufe ich halt so lange, bis ich einen Weg darauf finde. Wollen wir doch mal sehen, wer hier den längeren Atem hat. Oha. Jetzt bin ich... schwimmen gehen. Splorch. Na, es muss doch einen Weg zu dem Fragezeichen geben. Das ist ja nun einleuchtend. Finde ich. Daher, gucken wir mal. Irgendwo muss ein Weg sein. Das rede ich mir jetzt einfach ein, so mantraartig. Irgendwo gibt es schon einen Weg darauf. Ganz bestimmt. Wäre ja irre, wenn es da keinen Weg drauf gäbe. Einfach so oft wiederholen, bis man es selber glaubt. Und dann wird's schon. Dann wird man auch nicht wahnsinnig. Kommen wir hier vielleicht auf den Berg rauf? Ich glaube, nein. Ich glaube wirklich nein. Hier sind nur Ziegis. Na, ihr? Nee, das ist zu steil. Da rutscht er gleich wieder. Das muss doch einen Weg geben. Nur nicht aufgeben. Nur niemals aufgeben. Das ist zu steil, da komme ich nicht hoch. Nein. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis ich meine Obsession mit diesem Fragezeichen aufgebe. Wie sieht es denn hier so aus? Gleich geht er wieder schlittern. Was habe ich gesagt? Ist hier nicht irgendwo eine flachere Stelle? Gerald, nicht so viel, nicht so... Musste das sein, dass du bis ganz nach unten schlitterst? Kannst du jetzt nicht tun. Das kannst du doch jetzt nicht tun, Fisch. So, also mit der festen Boden unter den Füßen. Und dann muss es hier doch irgendwo raufgehen. Irgendwo. Herr Baumstumpf, hast du einen Tipp für mich? Nein. Okay.